Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2 unserer grandiosen First Order Edition. Ihr seht hier den Event, den wir heute spielen werden, Hoth Imperium, eine galaktische Herausforderung mit Boni für die Galaktische Republik. Die machen wir natürlich wieder mit unserer grandiosen Ersten Ordnung. Dabei sehen wir hier den Generalskommando erweiterte Flottenmeisterschaft-Event, den ich demnächst unbedingt mal machen möchte. Wenn ich sage demnächst, meine ich damit, das wird noch ein ganzes Weilchen dauern. Aber wir haben trotzdem Erste Ordnung, Flotten-Action, denn ihr seht hier ab Schwierigkeitsgrad Nummer 4 oder 5, den wir eventuell machen, oder vielleicht sogar 6, je nachdem, haben wir dann hier die Möglichkeit, eben mit der Flotte zu spielen und hoffentlich eine weitere Omikron zu erhalten, die wir dann auch demnächst verteilen wollen. Außerdem machen wir weiter mit den Kantinenkämpfen, denn ich möchte gerne bis hier hinten hinkommen, also die 6 bis zum Ende, denn dort erwartet uns der nächste Charakter, den wir hier farmen werden. Also Freunde, schnallt euch an, die Action beginnt gleich nach dem Intro. Los geht's! So, der aufmerksame Zuschauer hat bestimmt bemerkt, dass ich den Schmuggler-Veteran Han Solo bereits auf 7 Sterne gebracht habe. Deswegen machen wir die Cantina-Kämpfe weiter bis zu dem nächsten Charakter, den wir gerne farmen möchten. Und was unseren Farmplan angeht für den obersten Anführer Kylo Ren, sieht das momentan so aus, dass wir zumindest was die Sterne angeht, ziemlich gut vorankommen. Wir brauchen noch Dengar, der halt eben selten im Shop auftaucht, und dann noch den guten Bosk, der halt eben, naja, mit normalen Kämpfen droppen muss. Und dann haben wir alle Charaktere, die wir für den obersten Anführer Kylo Ren brauchen, zumindest schon mal auf 7 Sterne, was ein gewaltiger Fortschritt ist für uns. Was die Cantina-Kämpfe angeht, da machen wir gleich weiter, aber erst einmal würde ich gerne die Herausforderung hier machen. Und zwar gehen wir erst einmal hier in die 3 und, nein, wisst ihr was, wir machen direkt die 6. Da sind Stufe 85 Gegner. Mal schauen, ob wir das Ganze schaffen. Und wir starten mit unserer Flotte hier, unserer Standardflotte, mit der Ersten Ordnung und dem Imperium. Ich glaube, wir sollen mit einem hell- und dunkelseitercharakter gewinnen. Außerdem sollen wir 15 kritische Treffer erzielen. Grundsätzlich ist das Ganze machbar. Die Frage ist nur, ob wir das auch gegen diese Gegner hier schaffen. Ich glaube, auf dem Schwierigkeitsgrad sind wir noch nicht stark genug. Da haben wir die ganze Verbrennung und so weiter. Ich gehe am besten nochmal raus hier. Das werden wir wohl nicht hinbekommen. Vielleicht die 5. Da sind die auf Stufe 80. Das könnte funktionieren. Ihr wisst ja, es kommt mir letztendlich nur darauf an, dass wir wenigstens eine einzige Omikron bekommen, das reicht schon. Und dafür brauchen wir halt wenigstens Kiste Nummer 4, ne? Okay, also wir gehen jetzt hier rein, machen das mit einer hellen und dunklen Seite Einheit, versuchen ein paar kritische Treffer zu erzielen. Ihr seht, Vader macht immer Zielerfassung. Wenn einer von uns zielerfasst ist, kann der hier provozieren. Und das ist ganz schlecht für uns. Kann ich ihn wenigstens? Ich kann ihn auch wieder nicht betäuben. Oh Mann, das mit der Betäubung klappt nicht so richtig. Vielleicht jetzt wenigstens auch wieder widerstanden. Das ist echt übel. Machen wir nochmal Schaden auf alle hier. So, sehr gut. Wenigstens haben die ein bisschen Fähigkeitenblockade gemacht und entblößt den Gegner. Wir greifen jetzt nochmal normal an. Können wir diesmal betäuben? Wieder nicht betäubt. Oh, das ist echt übel. Wir haben wirklich kein Glück, was die Betäubung angeht. Konnten ihn aber killen, den Tank. Das heißt, wir können jetzt endlich Vader angreifen, hoffentlich. Wechseln jetzt unseren Tank ein. Und dann würde ich mal sagen, wir machen das hier auf Vader. Ihr seht, es stapelt sich hier der Schaden über Zeit auf all den Charakteren. Das ist hier der Bonus oder Malus, den es hier auf diesem Feld gibt. Gegnerische Tarkin macht Schaden auf uns alle. Wir greifen jetzt ihn hier an, den guten Gar Saxon. Haben schon eine Einheit verloren dafür. Wir konnten noch gleich mal auf ihn. Unser Kylo ist dran, greifen ihn mal an und der ist erledigt. Superklasse, awesome. Ihr seht, es kommt auch ein bisschen aufs Durchhalten an. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben den Kampf abgeschlossen, auch mit einer überlebenden Einheit für die helle und dunkle Seite. Und wir haben welche Kiste? Die Nummer 4. Wir sind relativ kurz vor der Nummer 5. Allerdings glaube ich nicht, dass wir die so einfach holen können. Und selbst wenn, wäre es glaube ich sowieso egal. Wichtig ist bloß die Omikron. Kiste Nummer 5 wäre hier weitere 5 Splitter für ein weiteres Schiff, aber das kann uns im Endeffekt egal sein, weil wir das Schiff sowieso erstmal ein Weilchen nicht benutzen werden. Also gebe ich mich mit dem zufrieden, was wir jetzt hier geholt haben, gehen dann zu den Cantina-Kämpfen und machen dann direkt hier weiter. Ihr wisst, wir haben also hier den guten Han Solo abgeschlossen. Es gibt viele andere Charaktere, die Sinn machen könnten, jetzt hier zu farmen, beispielsweise Chewie, der Schmuggler-Veteran, außerdem der Ark-Soldier ist ganz gut, oder halt eben sowas wie die Evox macht auch Sinn hierfür, ja, das mit schon mal farmt, oder eben Charaktere, die man dann für Revan braucht, wie beispielsweise Kandoris Ordo, der wäre hier ziemlich cool, ja. Der wäre eine Möglichkeit. Oder, ich glaube, bei der 6 kommen wir dann später an Mission Deo vorbei. Wir spielen erstmal hier durch. So, und dann gucken wir mal, was dann hier Sinn macht zu farmen. Wen wir mitnehmen, ist im Prinzip egal. Ich nehme einfach mal vom guten Leopard hier den guten Revan.
und dann wählen wir ein anderes Team, nämlich wir gehen ja auf 5 gegen 5, ne, Teams, und wählen dann das hier, dieses Team der ersten Ordnung. Aber wir starten nicht einfach nur mit diesem Team. Nein, wir gehen erstmal auf Kylo Ren. Und dann würde ich sagen, verpassen wir ihm eine Zeta, nämlich die für Gewalttat. Wir haben 16 Omegas und 45 Zeta-Materialien, das reicht hier. Und deswegen würde ich sagen, verpassen wir ihm die gleich mal. Also, Kylo Ren, Zeta für Gewalttat, los geht's! Wuhu! Damit ist er schon mal ein ganzes Stückchen stärker geworden. Und das war auch noch nicht alles. Wir geben ihm auch gleich noch ein paar Omegas. Nämlich Omega Nummer 1 für diese Fähigkeit hier, unbezwingbar. Damit bekommt er, wenn er dran ist, 2 Schaden über Zeiteffekte. Was eigentlich ein Nachteil ist, aber nicht für diesen Kylo Ren. Für ihn ist es ein Vorteil. Deswegen geben wir ihm das, denn dadurch wird er noch stärker, weil er damit Schaden erhält, wenn er dran ist. Und damit eben seine Angriffskraft und seine Verteidigung erhöht bis zur nächsten Runde. Und das macht ihn noch ein gutes Stückchen zäher. Außerdem haben wir lockere Hand. Damit macht er 15% mehr Schaden mit dieser Fähigkeit und die Vergeltung, die er bekommt, hält eine Runde länger an. Damit kann er immer schön kontern und damit seine Konter auch ja schön mächtig sind, geben wir ihm noch wilder Schnitt. Damit hat er eine 15% erhöhte Chance auf Schaden über Zeit für die Gegner. Ihr seht hier, ne? Moment, das ist Schaden über Zeit und Heilungsresistenz. Also statt 60% eine Runde lang Heilungsresistenz, macht er 2 Runden lang Heilungsresistenz und das ist eine 75%ige Chance. Und außerdem macht er hier eine Runde mehr Schaden über Zeit auf den Gegner, also eine Runde länger. Statt 2 Runden sind das dann zukünftig 3 Runden. So, auch das geben wir ihm und damit ist er jetzt voll ausgebaut und sehr nah an dem Ziel dran, das ich für ihn habe, nämlich eine Ein-Mann-Armee zu werden. Das heißt, wir werden ihm noch dieses Ding hier geben, schnellstmöglich, da farme ich gerade für. Das bedeutet, dass er nämlich dann plus 100 physische Schaden bekommt und 10 Rüstungsdurchdringung. Das ist saumäßig viel für den Schaden, den er macht. Und dann zweimal diese Dinger hier, damit kriegt er nämlich Kraft und Kraft bedeutet mehr physischer Schaden und mehr Gesundheit. Also wird er immer mehr eine Maschine und hoffentlich für die nächste Runde 3 gegen 3 ist er dann soweit, dass wir ihn auch mal einzeln einsetzen können, was ich ziemlich cool fände. Außerdem können wir das Schiff hier aktivieren. Kylo Rens Kommando Shuttle. Dafür haben wir nämlich schon hier die entsprechenden Charaktere fertig und aktivieren es gleich mal. Kylo Rens Kommando Shuttle aktiviert! Sehr schön. Wunderbar. Auch das ist sehr, sehr stark. Gibt uns tonnenweise galaktische Macht. Und wir werden es noch nicht einsetzen. Wir können die Fähigkeiten zwar schon mal hier ein wenig auftunen. Beispielsweise hier alles, was blau und grün ist. Ne, das können wir schon mal machen. Ihr wisst, der grüne Blau schmückt die Sau. Lila lassen wir erst einmal weg. Dann haben wir noch das Ding hier. So, sehr gut. Also da können wir auch noch ein bisschen was geben. So, alles, was lila ist, wie gesagt, spare ich mir erst einmal noch. Ich will nur mal gucken, wie viel wir... Hups, ich habe auf den Sturmtrupp dann geklickt. Wie viel wir hier rausholen. Machen wir nochmal hier weiter. So, sehr gut. Und die Sache ist die, das Kommando-Shuttle ist ziemlich gut, ziemlich stark, ne? Das kann man auch sehr gut einsetzen, mit 4 Sternen unter Umständen schon, weil es auch ziemlich viel einsteckt. Allerdings mache ich das mal noch nicht. Ich warte noch, bis wir ein paar mehr Sterne haben und unsere Charaktere ein bisschen besser ausgebaut sind. Aber so ungefähr. Wobei, wisst ihr was? Komm hier, was soll's? Wir können eh nur noch einmal erhöhen. Ups, jetzt habe ich auf erstmal geklickt. Ich wollte eigentlich hier so oft dahin klicken. Sehr gut. Dann ist das Ding auch durch, ne? Wir haben die Fähigkeiten soweit ausgebaut, so gut wie es nur geht. Und ihr seht halt hier 47.000 Gesundheit, 25.000 Schutz, ja? Wenn wir das mal vergleichen, 47.000 Gesundheit und 25.000 Schutz mit Boba Fett. So. 47.000 Gesundheit und 25.000 Schutz. Also ihr seht, das ist durchaus vergleichbar mit Boba Fett aktuell, ja? Und unser stärkstes Schiff, das wir haben, beispielsweise Kylo Ren, hat, ne, 47.000 Gesundheit, 25.000 Schutz, also ist auch durchaus vergleichbar mit Kylo Ren's Ty Silencer, nicht Kylo Ren's Kai Silencer, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist schon mal ein super, super Schiff, das wird sehr, sehr cool, sehr, sehr stark und das wird uns super helfen für später, wir werden es auch sehr bald einsetzen, aber, ihr seht hier, ne, Gesamtstärke lässt noch ein kleines bisschen zu wünschen übrig und auch die Fähigkeiten müssen noch ein bisschen stärker werden hier, die müssen wir auch noch ein bisschen ausbauen. Level müssen wir dafür erhöhen und so weiter. Das kommt alles noch mit der Zeit. Und das ist Level 1, was ihr gesehen habt hier. Ne? Das hat tonnenweise Potenzial, aber auch dazu später mehr. Jedenfalls gehen wir jetzt hier in die Kantina-Kämpfe mit dem Team, mit unserem voll ausgebauten Kylo Ren und werden den einfach mal ein bisschen genießen für die nächsten Kämpfe.
So, wir machen erst einmal, wir springen auf sie drauf, auf Isla Secura, machen dann erstmal Schwarmangriff auf die alle, sehr schön. Und ihr seht, wenn wir jetzt mit Kylo angreifen und wir machen das Ding hier, Schaden auf alle, dann bekommen wir hier, wir haben Schaden über Zeit, was uns stärker macht und zäher macht. Also, wir machen mehr Schaden und wir werden zäher, weil wir mehr Verteidigung bekommen. Außerdem bekommen wir Vergeltung und das hält dann eben 2 Runden lang an. Ja, das ist das Coole an der ganzen Sache. Das heißt also, wir kontern auch jedes Mal und wenn die Gegner uns angreifen, dann sind wir halt richtig stark und so. Und gegen bestimmte Gegner, gegen bestimmte Teams ist das saumäßig mächtig. Vor allem Teams, die eben nicht in der Lage sind, Kylo dauernd zu betäuben oder sowas in der Art und die eben auch nicht allzu viel Schaden anrichten oder so. Beispielsweise Phoenix, wenn die keine Betäubung haben und so ein Kram, ne? Da geht das halt richtig ab. So, sehr schön, greifen wir mal an hier und das war's, super. Also dieser Kylo ist jemand, der eben je länger der Kampf dauert, immer stärker wird und das ist halt wichtig, ne? Okay, super. Ihr seht, den ersten haben wir hier. Auch da kann man dann zum Beispiel den guten T3M4 farmen. Der ist ebenfalls benötigt für Jedi Ritter Revan und Darth Revan. Also auch jemand, den wir sehr gut gebrauchen können. Ihr seht, hier haben wir Julian, dunkler Lord. Der hat Lord Vader mit dabei. Und den wollen wir auch gleich mal mitnehmen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das da. Sehr schön, spiel auf den Gegner drauf, machen 3 Schläge und das war's. Dasselbe macht Kylo Ren auch. Seht ihr, der hat's halt eben drauf. Ganz viel Schaden über Zeit auf den Gegnern. Das ist super klasse. Greifen nochmal hier an, hier. Sehr schön, ne? Er macht mit und dann nochmal hier. Wunderbar. Also hier durchzukommen ist ziemlich easy peasy. Da geht's einfach nur darum, viel Spaß zu haben und die Charaktere aufzudecken, die wir freischalten. Dann machen wir noch eine Druckwelle hier. Boom, sehr schön. Und, es gibt ja einige, die mich gefragt haben, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle mit Count Dooku als galaktische Legende und so, als Darth Tyrannus, was der denn so für Fähigkeiten haben könnte. Und ich meine, guckt euch mal Lord Vader an, was hat der denn für Fähigkeiten? Der macht nichts anderes, als was Anakin macht. Der springt nach vorne, schlägt mit seinem Lichtschwert zu, macht eine Druckwelle und schlägt eben noch mehr mit seinem Lichtschwert zu, ja. Er unterscheidet sich nicht viel anders als, unterscheidet sich nicht viel von beispielsweise Jedi Ritter Anakin oder General Anakin Skywalker. Er springt nach vorne, schlägt mit seinem Lichtschwert zu und macht ein paar Druckwellen, das war's. Ja, wie alle anderen Jedi auch. Also, was Fähigkeiten angeht, denke ich mal, wäre zum Beispiel eine Art galaktische Legende Count Dooku als Darth Tyrannus sogar noch viel kreativer. Weil Count Dooku hat ja bewiesen, dass er in der Lage ist, nicht nur den Machtwirkgriff zu benutzen und Machtdruckwellen, sondern eben auch mehrere Gegner gleichzeitig mit seinen Blitzen zu schocken. Und zwar auf eine Art und Weise, wie das Imperator Palpatine kann, ja? Das bedeutet also, man könnte Count Dooku, wenn er jetzt beispielsweise als galaktische Legende kommt, ja, und wäre dann beispielsweise Darth Tyrannus, könnte man ihm problemlos verbesserte Fähigkeiten geben, wie Druckwellen, Würgegriff oder zum Beispiel sowas hier, wo er in der Lage ist, alle Gegner anzugreifen, zu betäuben. Weil das, was Count Dooku kann, nur einen Gegner zu betäuben und eine 50%ige Chance, eventuell einen zweiten Gegner zu betäuben, ist ein Witz, ja. Diese Fähigkeit ist eigentlich mehr oder weniger nur, weil Count Dooku sich zurückhält und sich eben auf das Duell fokussiert, aber eigentlich ist Count Dooku zu weitaus mehr in der Lage. So, wir haben also hier, wir sind also hier in der Lage jetzt T3M4 zu farmen, der in der Lage ist oder den wir brauchen für Jedi Ritter Revan. Außerdem können wir hier Kandoris Ordo farmen, der auch für Darth Revan nötig ist. Und also schon 2 ganz wichtige Charaktere, die wir hier farmen können und farmen werden. Wir machen trotzdem ein kleines bisschen weiter, warum eigentlich nicht, ne? Scrollen mal ganz kurz hier durch, gucken mal ganz kurz, wer hier alles zur Verfügung steht. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal vom guten, wen haben wir hier? Wir nehmen mal von Yannick, nehmen wir jetzt einfach mal hier Kylo Ren unmaskiert. Damit haben wir mal 2 Kylo Rens dabei. Und, genießen bei dem Kylo Ren, ihr seht, der hat ja eine Seta, nämlich, dass er am Anfang des Kampfes provoziert. Und diese Seta werden wir als nächstes verteilen. Das ist die, die eben der andere Kylo Ren als nächstes bekommen wird. Und das ist dann praktisch eine der letzten Setas, die wir verteilen für die erste Ordnung. Denn die haben schon so ziemlich alle Setas. Also was Setas angeht, kommen wir schon echt gut voran, muss ich sagen. Da freue ich mich mega drüber, dass das so gut klappt. Und vor allem halten uns eben die Omegas auf, weil ich könnte schon wieder die nächste Seta verteilen. Ich habe auch nicht genug Omegas, um das zu tun. So, wir haben was mit Qui-Gon Jinn zu tun. Den pusten wir gleich weg mit einem Schwarmangriff. Machen dann hier Schaden auf alle. Sehr gut. So, greifen nochmal hier an. Wir kriegen ja ganz viel Zugleiste dadurch. Dann nochmal hier und hier. Und ja, wir werden unsere Teams in 3 gegen 3 ein bisschen umbauen, weil dieser Kylo Ren dann eben eine Ein-Mann-Armee sein wird. Als eine Art Bonus, sag ich mal, ne? Das geht aber erst mit dem nächsten Ding. Übrigens, er hier, der gute Sith-Marodeur, also mit der nächsten Kampfrunde, meine ich, ne? Von der Großen Arena Meisterschaft. Der hier, der Sith-Marodeur, ist eine Einheit, die wir benötigen für den Imperator der Sith-ewigen Palpatine. Oder hier, Jedi-Meister Kenobi.
was macht Jedi Meister Kenobi schon Besonderes, ja, im Vergleich zu General Kenobi? Und das Einzige, was der macht, ist halt, er springt nach vorne, nimmt jemanden mit zu einem Angriff. Ich kann doch nicht mal irgendjemanden mitnehmen. Also er springt nach vorne, schlägt drei mit seinem Lichtschwert zu. Wow, toll, ne? Also ich meine, jetzt im Vergleich zu einem Count Dooku, wenn der als galaktische Legende kommen würde, da hätte man viel mehr Möglichkeiten, ihm ganz andere Fähigkeiten zu geben, weil er viel mehr kann. Oder was ist das hier? Super, er provoziert oder er macht Bonusschutz, indem er halt einfach mal kurz sein Lichtschwert vors Gesicht hält. Wow, toll, ich bin begeistert. So, ne, was also die Fähigkeiten angeht, oder sein normaler Angriff, springt nach vorne und schlägt. Super. Was also die Fähigkeiten angeht, könnte man viel kreativer sein für eine galaktische Legende Darth Tyrannus, wie gesagt, weil der eben in der Lage ist, in einem Comic, und die Comics sind auch Canon, hat er mehrere Gegner getötet, die Schusswaffen hatten, also Blastergewehre, und hat dann die Blastergewehre hochfliegen lassen und mit der Macht dafür gesorgt, dass die schießen. Also er hat eine Blasterpistole von einem Gegner genommen, hat ihn fliegen lassen und hat dann auf den Gegner geschossen. Das zeigt, wie kreativ Count Dooku die Macht benutzt hat, um Gegenstände fliegen zu lassen und damit schießen zu lassen. Welcher andere Jedi hat bisher, oder Sith Lord, hat bisher Blasterpistolen fliegen lassen? Und dann sie schießen lassen mit der Macht, also den Abzug betätigt mit der Macht. Das ist beispielsweise etwas, was Count Dooku getan hat. Und er hat mehrere Blastergewehre gleichzeitig fliegen lassen und damit gedroht, sie zum Schießen zu benutzen. Ne? Also Count Dooku hat bewiesen, dass er das kann. Außerdem hat er bewiesen, in Clone Wars und in die Comics, dass er in der Lage ist, den Machtwürgegriff zu benutzen und die Machtdruckwelle. Also Gegner wegzuschieben oder sie hochzuheben und zu würgen, bis sie sterben. Ja, das kann er. Außerdem hat er bewiesen, dass er in Clone Wars hat er das bewiesen, dass er drei Nachtschwestern gleichzeitig mit Blitzen in die Mangel genommen hat. Also er hat Blitze geschossen auf drei Nachtschwestern gleichzeitig, hat sie hochgehoben mit den Blitzen und hat sie eine ganze Weile lang geschockt. Und sie konnten sich nicht bewegen während dieser Zeit. Das ist also eine Sache, die er benutzt hat, die er bewiesen hat, die er kann. Und in den Comics hat er gegen die Brüder der Nacht, also die, wisst ihr, die, wie heißen die nochmal schnell, die, Zabrak auf Dathomir, gegen die hat er mehrere, also gegen mehrere Zabrak. Und das war nicht nur einer oder zwei oder drei, das waren mehr als fünf, das war eine ganze Horde von Zabrak, die hat er alle gleichzeitig geschockt mit Machtblitzen. Und das zeigt schon, dass er durchaus in der Lage ist, seine Machtblitze zu benutzen, um mehrere Gegner gleichzeitig zu schocken und im Schach zu halten, ja? So wie Palpatine das macht. Also Count Dooku war extrem mächtig, unterschätzt das nicht. Vor allem auch die Möglichkeit, oder die was er auch bewiesen hat, dass er eben Obi-Wan und Anakin gleichzeitig jederzeit besiegen konnte. Der Fakt, dass er in Episode 3 gegen Anakin verloren hat, war nur, weil er verlieren sollte. Im Buch, im Roman von Episode 3 ist nachzulesen, das ist auch Canon, dass Palpatine von ihm verlangt hat, gegen Anakin zu verlieren. Palpatine hat von Count Dooku verlangt, sich von Anakin gefangen nehmen zu lassen. Weil der Plan war, und das steht im Buch drin, im Roman, ich habe es extra nochmal nachgelesen, damit ich euch das sagen kann, weil ich wusste, dass wir hier in der Lage sind, Count Dooku zu farmen. Und den werden wir auch als nächstes farmen. Ihr seht, Dooku und der Marodeur sind beide nötig für den Imperator der Sith-Ewigen. Und T3-M4 und Kandaris Ordo sind beide nötig für beide Revans. Also wir können hier viele wichtige Einheiten farmen. Und bei der 7 kann man Mission Deo farmen. Ja? Mission ist auch nötig für den guten Jedi-Ritter Revan. Wahrscheinlich sollte ich Revan sogar eher farmen, bevor ich die beiden farme hier. Jedi-Ritter Revan und Darth Revan. Wahrscheinlich mache ich sogar Jedi-Ritter Revan. Ich überlege es mir noch die nächsten Episoden. Jedenfalls, Palpatine hat Count Dooku angewiesen, den Kampf gegen Anakin zu verlieren und sich von Anakin gefangen nehmen zu lassen. Und der Plan war es, dass Anakin Count Dooku besiegt, Count Dooku gefangen nimmt und dann eben auf die dunkle Seite übergeht, um dann Count Dookus Schüler zu werden. Deswegen hat Count Dooku gegen Anakin verloren und es sollte natürlich möglichst glaubhaft aussehen. Und nachdem Count Dooku gegen Anakin verloren hat, hat Anakin ja Dooku bedroht als Gefangener. Und Dooku hat dann natürlich gewimmert. Er hat dann gewinselt, ja, beziehungsweise, ne, hat so ängstlich getan. Oh mein Gott, Anakin, was sagt Palpatine da, dass Dooku mich töten soll, dass Dooku getötet werden soll und so weiter, dass Anakin mich töten soll und so weiter. Dooku hat absichtlich gewimmert. Dooku hat deswegen gewimmert und gewinselt, weil
Anakin noch mehr Schuldgefühle bekommen sollte, dass er einen Gefangenen um sein Leben bedroht, einen entwaffneten Gefangenen um sein Leben bedroht. Und er hat Palpatine vertraut, dass Palpatine das, was er sagt, nur sagt, um Anakin auf die dunkle Seite zu bekehren, aber nicht wirklich vorhat, Dooku zu töten. Okay? Da hat Dooku Palpatine bis zum Ende vertraut und mitgespielt. Darum hat er auch nichts verraten. Darum hat er Anakin auch nichts verraten und gesagt, hey Anakin, Dooku ist eigentlich Sidious. Ich meine, Dooku hat nicht zu Anakin gesagt, hey Anakin, Palpatine ist eigentlich Sidious, ja? Weil er Palpatine bis zum Ende vertraut hat, dass Anakin am Ende die beiden Lichtschwerter zuschnappen lässt und ihm dann letztendlich den Kopf absägt, ja? Abhackt. Das hätte Dooku nicht erwartet, dass Palpatine Anakin so weit gehen lässt, okay? Weil Palpatine zu Dooku gesagt hat, Dooku, lass dich gefangen nehmen von Anakin und töte Obi-Wan. Das war die Anweisung an Dooku. Wie ihr seht, hat Dooku Obi-Wan nicht getötet, weil Dooku Obi-Wan für sich haben wollte. Aber er hat es so aussehen lassen, als wäre Obi-Wan tot oder zumindest kurz davor zu sterben, indem er hat einen schweren Gegenstand auf Obi-Wan fliegen lassen, weil die Anweisung war, das hat Palpatine zu Dooku gesagt, er soll Obi-Wan töten, damit Anakin vor Zorn Dooku gefangen nimmt und dann zur dunklen Seite übergeht. Und dann, wenn Anakin der dunklen Seite beigetreten ist und sich Palpatine und Dooku angeschlossen hat, dann würde die Galaktische Republik, die würde Anakin als Helden feiern, weil Anakin Dooku gefangen genommen hat und damit den Krieg beendet hat. Deswegen war Anakin so wichtig, ja? Also Anakin nimmt Dooku gefangen, Anakin hat den Krieg beendet, ist der Volksheld der Galaktischen Republik, der Held der Galaxis, dient aber Palpatine und Dooku wird sein Lehrmeister. Das war Palpatines Plan, das hat Palpatine Dooku versprochen. Deswegen hat Dooku mitgespielt und deswegen hat Anakin gegen Dooku gewonnen. Trotz des Faktes, dass Dooku beide hätte töten können, jederzeit. Okay? Und Anakins wahre Macht kam natürlich erst zu tragen, nachdem er dann am Ende von Obi-Wan besiegt wurde. Der übrigens mit Leichtigkeit von Dooku besiegt wurde, das möchte ich mal festhalten. Und nachdem Obi-Wan Anakin besiegt hat und sein ganzer Hass rausgekommen ist und er eben schwer verletzt war und voller Hass und voller Zorn war, erst dann kam die wahre dunkle Seite der Macht in ihn zum Scheinen. Und dann hat Anakin seine wahre Macht entfesselt. Ja, dann wurde er wesentlich stärker. Dann hat er die Stärke bekommen von Darth Vader. Aber zu der Zeit, als er gegen Dooku gekämpft hat, lasst euch nicht davon blenden, dass Dooku besiegt wurde. Sondern er sollte verlieren. Und das möglichst glaubhaft. Ja, das war der Punkt. Ihr seht, hier ist Mission Vale. Die könnten wir jetzt hier theoretisch farmen. Ich weiß noch nicht, ob ich Mission T3M4 und Kandoris farme. Oder ob ich Marodeur und Dooku hier farme. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr meint. Ich glaube, Mission, Kandoris und T3M4 würden mehr Sinn machen, um eben Richtung Jedi Ritter Revan zu gehen, bevor ich Marodeur und Dooku farme. Ich brauche sowieso beide. Und es sind sowieso, beide sind Teil von Phase 2. Also Imperator der Sith-Ewigen und die dazugehörigen Sith. Oder Jedi Ritter Revan, Darth Revan und Malak. Und die dazugehörigen Jedi und Charaktere und Sith, die sind ja auch Teil von Phase 2. Ja, Imperator Sith-Ewigen ist ja Teil von Phase 2. Also es ist egal, welche Reihenfolge ich das mache im Prinzip. Ich glaube aber, dass mir Revan und Malak mehr bringt und dass ich an denen jetzt arbeiten sollte und damit auch das Thema abhaken sollte, Malak oder Executor. Wahrscheinlich eher Malak als Executor, weil ich an die Charaktere leichter rankomme. Okay? Jedenfalls so viel also zu dem Thema. Das hier ist Count Dooku. Das ist nicht Darth Tyrannus. Count Dooku. Dass Count Dooku Darth Tyrannus ist, kam erst später raus in den Klonkriegen. Haben also die Jedi, die helle Seite, die Galaktische Republik, haben das viel später herausbekommen. Und dieser Count Dooku hat niemals seine wahre Stärke gezeigt. Er hat immer nur das gezeigt, was nötig war, um Anakin zu verhöhnen und eben den Krieg möglichst in die Länge zu ziehen. Die wahre Macht von Count Dooku hat sich nur ganz selten gezeigt in Situationen, wo es nötig war. Beispielsweise, wo er eben gegen Anakin und Anakin Obi-Wan gleichzeitig gewonnen hat und viele andere, wie beispielsweise die drei Nachtschwestern, Savage und Asajj, ne, als er gegen die gekämpft hat beispielsweise, oder eben in den Comics und in den Büchern, wo er dann mehrere Gegner gleichzeitig geschockt hat, oder als er gegen Anakin und Obi-Wan in einer Folge in Clone Wars, als Anakin und Obi-Wan herausgefunden haben, dass er Darth Tyrannus ist, war er bei den Pikes und die Pikes haben mit Blastergewehren auf ihn geschossen, die er abgewehrt hat.
hat und ausgewichen ist. Gleichzeitig hat er gegen Anakin Obi-Wan gekämpft. Also er hatte sehr viel drauf. Und die Macht von Count Dooku als Darth Tyrannus ist weitaus größer als das, was ihr in den Filmen, wenn ihr nur die Filme gesehen habt, von Count Dooku, und ihr kennt Count Dooku nur aus den Filmen, das ist ein Witz. Guckt euch an, guckt euch Clone Wars an, guckt euch die Serien an, guckt euch die Comics an, lest die Bücher, dann erfahrt ihr wesentlich mehr. Das hat mich übrigens auch so fasziniert. Denn als ich nur die Filme gesehen habe, habe ich genauso gedacht wie ihr, ja? Ich habe gedacht, Count Dooku ist ein feiger Lappen. Bis ich irgendwann mich mal informiert habe, was Count Dookus Motivation war. Und Count Dookus hier, ne, für Cantina Kämpfe 6 kriegen wir doch mal 3 Vaders, haben wir schon gemaxt, und 15 Kristalle. Count Dookus Motivation war übrigens auch nicht typisch Sith. Die meisten Sith wollen eben Sith sein für Macht. Count Dooku ging es nicht um Macht. Count Dooku ging es darum, die Galaxis zu befreien von Korruption und Dekadenz der Galaktischen Republik und der Jedi, die eben einer korrupten, die eben der korrupten Galaktischen Republik gedient haben. Also ihr seht, Count Dooku ist ein Charakter, der oberflächlich betrachtet, man sieht nicht, wer Count Dooku eigentlich ist, wenn man ihn oberflächlich betrachtet. Oberflächlich betrachtet hat man gar keine Ahnung, wer der Charakter eigentlich ist. Und das hat mich so fasziniert. Einzutauchen darin, was sind seine Motivationen, die doch sehr stark abweichen von typischen Sith. Und wie stark ist Count Dooku eigentlich? Was war seine Mission? Was war sein Auftrag? Was war seine Aufgabe? Welche Rolle hat er gespielt? In dem meiner Meinung nach besten Arc von Star Wars bisher, nämlich den Prequels und Clone Wars. Und da hat Count Dooku eben eine sehr, sehr große Rolle gespielt und ist weitaus mächtiger, als es den Anschein hat. Und deswegen hat er es meiner Meinung nach verdient, eine galaktische Legende zu werden. Als Darth Tyrannus wenigstens. Aber dazu sage ich in einem anderen Video mehr. So, ich wurde eingeladen hier, Freundschaftsanfragen, die ich leider nicht annehmen kann. Raffi, Supreme Leader und Moment, Lino Daylight. Ich grüße euch ganz herzlich, euch drei. Vielen lieben Dank für die Anfrage. Ich kann sie momentan leider nicht annehmen, weil meine Freundesliste voll ist und alle aktiv sind momentan in der Freundesliste. Dann wurde ich zum Chat eingeladen und die klicke ich gleich mal und lese mir gleich mal durch. Also das kann ich gerne annehmen. Geht leider nicht, weil aus irgendeinem Grund habe ich es wahrscheinlich zu spät angenommen oder so. Und das hier kann ich aber annehmen, das lese ich mir gleich durch, okay? Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Episode. In den kommenden Episoden werde ich noch ein bisschen mehr sagen zu Count Dooku und warum ich finde, dass er eine galaktische Legende sein sollte. Und ihr werdet alle staunen. Nehmt mich beim Wort. Wenn Darth Tyrannus und General Yoda, wenn die als galaktische Legenden kommen, dann werdet ihr an mich denken. Und jedes Mal, wenn ihr die seht, werdet ihr an mich denken. Aber gut, in den nächsten Episoden machen wir weiter mit der großen Arena-Meisterschaft und allen anderen geilen Events, die noch so kommen, okay? Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen und möge die Macht der Ersten Ordnung mit euch sein.